eine Stadt am hohen Fall. Liebe auf den dritten Blick und dafür umso mehr. Stadt mit Herz und mit März, mit Leibniz und mit Keks, weit nach vorne, rückwärts wie von da. Hallo! Ich stehe hier in einem bekanntesten Ort in Hannover, dem Ägidientorplatz. Dennoch gibt es hier viele geheimnisvolle Kleinigkeiten zu entdecken. Kunst zum Anfassen. Die Architektur, manches alt, manches neu. Essen und Shoppen, Kultur und mehr und Geld. Bank, Versicherung, Bank, Versicherung, Bank, Bank. Hier war vor langer Zeit ein Tor. Kein Fußballtor, ein Stadttor. Drinnen Hannover, draußen plattes Land, Weiden und Kühe. Dazwischen eine Stadtmauer und ein bisschen Wasser. Und wenn die Feinde kamen, konnte die Torbrücke hochgezogen werden und Hannover war geschützt. Heute steht an dieser Stelle ein modernes Gebäude, das neue Tor. Wir sind mit Professor Lecour verabredet. Herr Lecour ist Experte für Baugeschichte und Architektur. Er weiß vieles über das Ägidientor. Und nun haben wir ein schickes Plätzchen gefunden, hier am Ägidientorplatz. Herr Professor Lecour, seit wann gibt es den Ägidientorplatz eigentlich? Diese ganze Entwicklung hat begonnen für den Ägidientorplatz als eine der drei Stadttore, die für Hannover wichtig waren, etwa 1307, als südöstlicher Eingang. Es gab dann noch von Norden her das Leinetor. Interessant ist, dass dann etwa um 1890, glaube ich 92 sogar, die erste Pferdebahn vom Egi aus in die Stadt und wieder zurück oder über den Egi hinweg in die Stadt erfolgte. Das war so der Beginn der modernen Stadtentwicklung in Hannover. Gab es hier nicht mal eine Hochbrücke oder sowas? Also damals, als ich nach Hannover kam, sah das hier noch ziemlich anders aus. Diese Hochbahn in den 60er Jahren sollte den Verkehr in der Stadt entlasten und wurde die Friedrichswall entlang geführt und dann in die Richtung Bahnhof. Heute ist es noch ein Teil da an der Hamburger Allee zu erkennen. Und diese Hochstraße war ziemlich umstritten. Die ist dann schließlich 1998 im Zuge der Weltausstellung abgerissen worden. Heftige Diskussionen gab es darüber, weil sie auf der einen Seite natürlich eine Verkehrsentlastung bedeutete, aber zum anderen natürlich durch diese Struktur, durch diese Baustruktur einen bestimmten Teil der Stadt von einem anderen abschnitt. Und was halten Sie von dieser ganzen Kunst hier auf dem Egi? Sehr viel. Wenn die Kunst nicht da wäre, dann wäre es ein reiner Verkehrsplatz. Schließlich nun also, um den Platz zu vervollständigen, wurde dann nochmal ein Wettbewerb ausgeschrieben, wenn ich mich nicht irre, 2003 oder 2002. Da ging es Errichten eines Torhauses. Und diesen Wettbewerb, den gewann ein Hannoveraner Büro, Storch und Ehlers. Und die haben nun diesen Glasbau, der mit dieser Kolonnade gewissermaßen die Hildesheimer Straße einführend oder aus der Hildesheimer Straße herausführend den Platz wieder anbindet an diese Gesamtstruktur. Und dieses Gebäude ist, glaube ich, 2006 fertig geworden. Diese Aspekte nun sozusagen aus dem Mittelalter 1307, was ja damals auch eine sehr progressive Geschichte gewesen ist, diese Torentwicklung nun wieder aufgegriffen wird nach 700 Jahren und auch wieder mit einem Gebäude, das sehr progressive, neue Aspekte der Architekturentwicklung in Hannover beinhaltet. Dass der Ägidientorplatz wieder ein Tor hat und ob einem das als Besucher von Hannover so gegenwärtig wird, dass das einen Torcharakter hat, das muss man erst wissen. Sie wissen es jetzt und ich weiß es auch. Insofern können wir diesen Torcharakter durchaus akzeptieren und wiederfinden vor allem. Mit dem Auto fahren täglich Tausende über den Egi.
vorbei an allen diesen kleinen verborgenen Schönheiten. Dabei lohnt es sich einmal anzuhalten und besonders bei gutem Wetter zu verweilen. Nicht nur der EG ist schön, auch die Leute sind's. Nun muss Miss Pink aber weiter. Tada, man sieht sich. Was für eine Stadt bist du, Hannover? Lieber auf den dritten Blick und dafür umso mehr. Stadt mit Herz und mit März, mit Leibniz und mit Keks. Weit nach vorne, rückwärts, rief von nah. Ach ja, noch etwas. Gebrauchsanweisung für Fortgeschrittene. Hannover heißt rückwärts Re von Nah. Re von Nah, Hannover. Eine kleine Erfindung von Kurt Schmitters.